Wie in ihrem Buch Eifel Nord stellt die Autorin Ingrid Retterath in ihrem Buch Eifel Süd Wanderungen für Familien mit Kind, Buggy und Hund in ihren Büchern vor. Vor 13.000 Jahren waren die Vulkane aktiv und spieen Tonnen von Magma. Langsam erloschen sie und Wasser sammelte sich zu den uns heute bekannten Maren, die man heute gerne die Augen der Eifel nennt. Wir sind auf der Drei-Mare-Tour, Gemündener, Weinfelder und Schalkenmeerener Maar unterwegs. Das Gemünder Maar ist das kleinste Maar. Teile des Gemünder Maars werden im Sommer als Freibad und zum Tretbootfahren genutzt. Der Dronke-Turm, nach dem Eifelvereinsgründer Adolf Dronke benannt, ragt über die Baumwipfeln hinaus und bietet einen sehr schönen Blick auf das Gemünder Maar, wie auch eine fantastische Aussicht in die Umgebung. Über den Kraterrand führt der Weg weiter zum Weinfelder Maar, auch Totenmaar genannt. Die kleine Kirche am Rand war und ist ein sehr beliebtes Motiv bei den Malern der Eifel. Wie vor 100 Jahren finden auf dem Friedhof an der Kirche auch heute noch Beisetzungen statt. Viele Danksagungstafeln für die erhaltene Hilfe der Mutter Gottes Maria befinden sich im Inneren. Das Läuten der Kirchturmglocken ist gestattet und vermittelt eine beruhigende Stimmung. Mächtige Wolken, die über die Mare hinwegziehen, verdecken die Sonne und ändern die Stimmung durch Licht und Schatten. Die steilen Hänge und Wiesen werden durch Ziegen naturschutzgerecht abgegrast. Die 26 Tourenvorschläge werden mit Extra-Tipps für die Wanderer mit Kind, Buggy und Hund durch Wegkategorien gekennzeichnet. Eine aufklappbare Übersichtskarte, Kartenausschnitte zu jeder Tour und 20 Höhenprofile gehören ebenso dazu wie die GPS-Tracks, die man von der Webseite des Verlages downloaden kann. Insgesamt 64 Abbildungen runden den Autoführer Eifel Süd ab. An den fruchtbaren Ufern des Schalkenmeerener Maas tragen die Obstbäume reichlich Früchte. Der Schilfgürtel bietet Sing- und Wasservögel einen sicheren Brutplatz und kleinen Fischen gute Versteckmöglichkeiten an. Nun ist es an der Zeit, die nächste Tour in die Eifel zu planen.